Ihr hört rockradio.de und das Ganze live aus der Abbaubar, aus der Sozialbar in der Danziger Straße 50 im Prenzlauer Berg. Es kommen die großen Abmoderationen. Hier geht's auf rockradio.de weiter ab 18 Uhr mit Peters Musikoase. Ab 20 Uhr gibt's Rockzeit mit Klaus. Ab 22 Uhr Pete Wyoming Benders Radioshow. Und ab 9 Uhr morgen früh gibt's Stan Webbs Montagmorgen. Dann weiter, der Okabit, den gibt es am Donnerstag ab 13 Uhr bei Alex auf 88.4. Gast ist Rena Berger, in der Kommoderation wie immer Alexandra Wolf. Am kommenden Freitag gibt es um 19 Uhr im Art Room in Berlin Carré eine Vernissage von Peter Butschke vom Projekt Volkmann. Notizführung auf meiner Homepage www.rolfgensrich.de.tl. Und dann, ja, Micha, was habe ich vergessen? Ah ja, Pommes Rot-Weiß am kommenden Sonntag hier wieder ab 18 Uhr auf rockradio.de. Und Micha, was machen deine Unterschriften zu den Nein-Ideen? Ja, die Unterschriften jetzt für die Nein-Idee läppern sich so langsam. Also ich bin sicher, dass wir 2018 antreten können. 2018 antreten? Nein, im Moment, man merkt es eben halt auch in den Köpfen, eben halt, wenn man auf die, mit der Idee auf die Menschen erstmal zugeht, also sie sagen eben halt, ja, also nicht wählen und überhaupt das Ganze überhaupt nicht. Und wenn man jetzt sagt, ach, wir sind aber, wir haben eine Idee und wir sind eine Partei, machen die meisten sofort dicht. Das ist das Komische. Die meisten sagen, also man muss wählen gehen, wählen kann man nur Parteien. Und wenn man sagt, ja, wir sind eine Partei, bitte bleib weg von mir. Wenn man dann noch mit einem Nein kommt, geht die nächste Diskussion los, eben halt, nein, kann man nicht sagen. Ist geht ja gar nicht. Ist ja destruktiv, genau. Genau, sage ich immer, kein Problem, gib mir bitte 10.000 Euro. Sagt derjenige immer ganz schnell Nein. Super. Ja, weil das Nein in unserem normalen Leben ja ganz klar vorhanden ist, eben halt, jeder sagt dieses Nein, jeder setzt seine Grenzen, das gehört mit zur Charakterstärke und wir haben das Problem eben halt, dass das in diesem parteipolitischen System völlig rausgenommen wurde, ja, und das ist eigentlich der Wahnsinn, den ich das zweite Mal erlebe. Wieder habe ich ein manipuliertes Wahlsystem, was denen, die, ja, wie soll ich sagen, nicht sensibel sind, die nicht gemeinschaftlich denken, sozial so richtig denken und so weiter, eigentlich Hebel in die Hand gegeben werden, die unsere Gesellschaft kaputt machen. Und das haben aber inzwischen ganz viele erkannt, denn wir sehen es eben halt jetzt die Wahl wieder, 40% in Niedersachsen haben sich nicht beteiligt. Die höchste Zahl war Sachsen-Anhalt mit 56%, die sich nicht beteiligt haben. Und es sagen schon ganz viele Nein. Und da sehen wir zu, dass wir die Stimmen jetzt auf dem Wahlzettel bekommen. Und wie gesagt, du hast mich zu den Unterschriften eben halt gefragt. Es ist im Moment mehr Aufklärungsarbeit dran. Wir haben bis Ende Juni noch Zeit. Und ich denke mal, da kriegen wir das Dicke hin, die 2000 Unterschriften, die wir brauchen, um den Service anzubieten. Es geht nicht darum, dass ich meinen Nein auf dem Wahlzettel bekommen will. Wir wollen einen Service anbieten. Ja? Und derjenige, der zur Wahl geht, entscheidet dann in der Wahlkabine, bitteschön, ja, hat er ein gewisses Ziel und sagt, okay, das soll die Partei umsetzen, ja, wählt er das kleinere Übel, braucht er nicht mehr, er kann jetzt direkt Nein wählen eben halt und das ist für mich ein ganz klarer Auftrag wieder und der wird umgesetzt, genauso wie ich mich ja auch, kann ich nochmal ausholen, eben halt wegen Hartz-IV-Empfänger, die faulen und so weiter, du weißt selber, ich bewerbe mich überall als auch als Wendeberater eben halt, ne, weil ich habe da schon eine eben halt und hinter mir eben, ja, ich bin natürlich eben halt auch da wieder jetzt am 31. beim Jobcenter eben halt vorstellig, weil ich habe ja einen Job in Aussicht demnächst im Bundestag, weil ich ja selber kandidiere für die Nein-Partei, also will ich auch Förderung haben, ne? Steht mir zu. Alles klar. Ja, will man von mir und so weiter. Also ich will nur einfach sagen, man kann das Bewusstsein sozusagen ändern. Man muss nicht Geisel seiner Verhältnisse sein. Man kann das Bewusstsein, ist natürlich eine harte Arbeit. Aber wenn man es erstmal erreicht, macht das mit dieser Ironie und dem Sarkasmus und so weiter ganz viel Spaß. Und da sehe ich aber auch dieses Hartz IV wieder. Und da kommen wir dann wieder mit Juliane sozusagen ins Gehege. Es ermöglicht mir, weil ich habe schon Hartz IV. Ja, also ich bin freigestellt von Arbeit. Mein Hartz-IV-Glas ist halb voll. Denn ich habe andere Länder kennengelernt, wo gar keine sozialen Netze vorhanden sind. Und was da für eine Lebensbrutalität abgeht, das können wir uns hier überhaupt nicht vorstellen. Ja? Und wenn das erstmal über uns kommt, na dann Halleluja. Dann ist die Hölle los. Um das mal eben zu erklären, also wir kommen da immer in Streite rein, weil ich immer sage, man darf dieses Hartz-IV-System nicht loben. Und während den Anfängen so ungefähr. Und Micha sagt immer, nein, es ist woanders noch schlimmer. Aber das wollen wir jetzt nicht wieder aufmachen, hier den Schauplatz. Genau, den machen genau. wir den mach, machen mach wir hinter Schluss, den Kulissen. Machen wir mal Schluss heute. Machen wir hinter den Kulissen und ich mache die Schlussrunde. Und zwar möchte ich mich natürlich erstmal bei unseren Gästen bedanken. Das war Sabine Wert von der Tafel. Vielen Dank. Gerne, gerne. Und das war Luise Molling und zwar vom kritischen Aktionsbündnis 20 Jahre Tafel. Dankeschön.
So, und dann komme ich jetzt mal dazu, wo man die Sendung nochmal angucken kann, wenn man zwischendurch keine Lust mehr hatte und abgeschaltet, aber dann ist man wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr dran. Sag ruhig an. Das ist jetzt eine ganz unlogische Ansage. Die Sendung wird erstmal gesendet auf Alex offener Kanal. Wir wissen allerdings, wir können noch kein Datum nennen, aber die Sendung ist für Alex offener Kanal aufgenommen und da wird sie gesendet und danach kann man sie im BGE-Kanal anschauen. Das ist bei YouTube. Das Fernsehbild, ja. Das Fernsehbild. Das ist bei YouTube, ist das, der einfach bei YouTube oben BGE-Kanal eingeben und dann kommt man drauf. Und dann hatten wir heute noch ein Livestream und zwar war das Jörg von Castor TV und da habe ich mir sagen lassen, man kann auf die Seite surfen und das ist sozusagen ein Endlosband. Also diese Sendung von heute, die wird auch immer mal wieder, wenn man Glück hat, wenn man gerade im richtigen Moment drauf surft. Jetzt läuft die erstmal nochmal bitte? Ja, jetzt läuft die Sendung erstmal durch, eine ganze Weile, bis morgen, bis übermorgen ist sie permanent zu sehen. Und ansonsten halt auch auf dem YouTube-Kanal von uns oder gut, im also Internet. Einfach nach googeln, Leute. Kann man sich auch alles nochmal anschauen und ja, damit danke an alle und tschüss. Tschüss.